Ja, hallo und willkommen zu diesem Video. Vielleicht ein erneuter Aufruf, obwohl ich damals Mitte Oktober gehofft habe, dies nicht mehr tun zu müssen. Heute will ich aber weniger moralisieren, sondern heute tatsächlich das Übel bei der Wurzel packen und eine Lösung aufzeigen. Nämlich heute geht es darum, warum wir heute diese Probleme haben und diese auch dringend nötig sind. Klingt vielleicht auch ein bisschen paradox oder gesucht, aber die Probleme, die wir haben, die sind ganz, ganz dringend nötig. Ohne Probleme kein Wandel, könnte man auch sagen. Aber vielleicht auch aus dem Altgriechischen, dieses Problem heißt ja für mich, ist ja nichts, das gegen mich ist, auch wenn ich das vielleicht im Leben oftmals so empfinde, weil Probleme empfinden wir oftmals nicht als angenehm. Heute aber will ich auf das Übel aller Probleme oder die Ursache, vielleicht heute sogar ein historischer Moment, das darf ruhig ein bisschen größer sein, ein historischer Moment, warum wir Probleme haben und diese äußerst sinnvoll sind und wir diese sogar zelebrieren und aufrechterhalten. Also all diese Leute, beispielsweise in der Politik, Berater, Coaches, wo auch immer, verallgemeinere ich jetzt mal sehr stark, die wollen gar nicht wirklich das Problem lösen, weil sie würden sich ja überflüssig machen. Natürlich klingt ja logisch, aber jetzt gehen wir darauf ein. Und bevor ich hier auf den Punkt komme, möchte ich mich hier noch offiziell vor den Zuschauenden in und außen höflich entschuldigen. Der Konrad hat sich da genervt, dass ich das Wort Epileptiker nicht korrekt ausgesprochen habe. Sorry, dass ich da ein T zu viel reingenommen habe. Ich habe zwar gesagt, bin kein Mediziner, aber sorry nochmals, ich freue mich über solche Kommentare auch. Natürlich sind sie auch doof, muss ich auch sagen, aber ich freue mich trotzdem auch über doofe Kommentare, weil das signalisiert mir, dass die Leute keine anderen Probleme haben, als irgendeine unkorrekte Aussprache in meinen Videos zu kommentieren. Also das ist eher sogar erfreulich. Dann möchte ich auch noch auf die Monika eingehen. Auch ihr bekommt sie ein paar Sekunden Ruhm. Sie hat gestört im letzten Video da meinen kosmischen Sternenhintergrund. Den kann man natürlich ändern. Kein Problem. Nur die Frage ist, ist das wirklich relevant? Geht es hier um meinen Hintergrund oder um den Inhalt? Insofern mir eigentlich egal. Schau doch weg und hör zu, wenn du tatsächlich interessiert bist. Gut, in diesem Sinne gehen wir gleich mal drauf ein. Heute haben wir ganz viele Probleme. Gab es schon wahrscheinlich ewig in der Menschheitsgeschichte. Und die genießen wir auch. Ich spreche hier nicht von den Drama-Queens, die sich da mit einem Papier in den Finger geschnitten haben und dann mit Krokodilstränen durch die Gegend rennen und sich da bepflastern lassen. Auch schön, ist ja fürsorglich. Ich spreche hier von den großen und grundlegenden Problemen, dass die grundsätzlich gar nicht gelöst werden wollen. Vielleicht hast du jetzt hier bereits den ersten Widerstand. Aber schauen wir doch mal vielleicht zwei, drei, vier größere Probleme, oder wir denken zumindest, dass es größere Probleme sind. Schauen wir diese mal an. Also jetzt ganz aktuell gibt es, glaube ich, keine Tagesschau, keine Zeitung, die herauskommt, die nicht über die Corona-Pandemie-Situation berichtet. Also scheint das ein ganz, ganz großes Problem zu sein. Der Punkt ist aber, warum will man denn dieses Problem nicht lösen? Also die Ursprünge der anhaltenden Probleme liegen daran, und achte jetzt gut darauf und versuche es zu verstehen, auch wenn du einen Widerstand hast,
die Probleme, die länger andauern und größer sind, sind deswegen vorhanden, weil sie verschoben werden. Probleme werden oder wollen nicht gelöst werden, sondern sie wollen verschoben werden. Weil ein gelöstes Problem macht Lösungen überflüssig. Es macht ganze Industrien überflüssig. Ob es die Rüstungsindustrie, Pharmaindustrie ist, die Elektroindustrie, was auch immer. Die Probleme dienen ja, damit diese Industrien funktionieren. Das ist keine Verschwörungstheorie. Von mir aus sollen Pharmaindustrie oder wer auch immer sollen ihre Pillen produzieren. Wenn da ein Bedarf ist, dann sollen die das auch kaufen und konsumieren. Mir geht es darum, dass Probleme nicht wirklich gelöst werden, weil sie nicht gelöst werden wollen. Ich bringe gerne ein paar Beispiele. In Gesundheitswesen, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, ist ja momentan Impfung gerade ein großes Thema. Also wieso will man impfen heute, obwohl man ja schon seit 70 oder wie vielen Jahren gegen Grippe impft und die Grippe ganz normal wiederkommt? Kommt einfach wieder. Und wenn man impft, dann sucht sich die Natur ein anderer Weg. Also wieso wollen wir gegen die Natur kämpfen? Natürlich, um Medikamente zu verkaufen. Macht irgendwo durch Sinn. Auch Unsinn, aber für gewisse Bereiche macht das Sinn. Also wieso generieren wir Medikamente und die Allopathie, also die Medizin, das Ummantelnde, hat ja im Hauptzweck, etwas wegzuschneiden oder einen Schmerz zu unterdrücken, damit wir nicht merken, dass wir ein Problem haben. Und man nimmt Kopfschmerz oder irgendwelche Schmerzmittelchen, Schlaftabletten, was es so alles gibt, auch im breiten Massenkonsum. Und man merkt das Problem nicht, weil man schläft wieder, man spürt den Schmerz nicht. Und das macht die Natur. Sie sucht sich einen anderen Weg, weil Probleme ja sinnvoll sind. Jeder scheinbare Unsinn erfüllt seinen Sinn und Zweck. Also die Natur, der Körper ist ja eigentlich noch ein Bestandteil der Natur. Der ist ein Signalgeber. Also so wie das rote Lämpchen im Auto, das rot aufleuchtet, weil vielleicht zu wenig Öl im Motor ist oder was auch immer der Grund ist. Jetzt kann ich das Lämpchen abschneiden oder mit dem Pflaster überkleben, damit ich es nicht sehe. Und dann ist das Problem verschoben und gelöst. Aber irgendwann kommt der Rauch aus der Motorhaube und irgendwann geht vielleicht der Motor kaputt. Und so machen wir es beispielsweise im Gesundheitswesen mit unserem Körper. Wir nehmen so Zwischenlösungen wie ein Pflasterchen, also wir nehmen ein Medikament, eine Impfung und versuchen was zu überdecken, wegzuschieben. Momentan haben wir das Gefühl, das Problem ist nicht vorhanden, merken aber nicht, dass wir unseren Körper vergiften. Also ist es keine Problemlösung, sondern eine Problemverschiebung. Und das machen wir quer durch alle Industrien, weil die Industrien ja davon leben. Ich will gar keine Verschwörungstheorien jetzt hier noch eröffnen, obwohl es da auch gute Begründungen sicherlich dafür gäbe. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Momentan ein bisschen ruhiger geworden, aber ein großes Thema, sagen wir mal kurz vor Corona, war da der Klimahype. Manche bezeichnen gewisse Leute als Klimaleugner. Es gibt aber auch die Klimahysteriker, weil solche Konzepte immer trennen. Man hat irgendwo ein Problem isoliert, zeigt mit dem Finger darauf und sagt, das ist das Problem und ihr seid die Bösen. Also die Bösen sind die Autofahrer. Deswegen haben wir ein Argument, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Die Bösen sind die Konsumenten in dieser Welt, die zu viel CO2 produzieren. Jetzt mal abgesehen davon, dass das IPCC, dieses Gremium, gegründet wurde, und das kann man in der Präambel nachlesen vom Zweck dieses Umweltkonsortiums oder wie man das auch nennen mag. Ist nicht ganz der perfekte Begriff, Entschuldigung, wenn da sich einer wieder daran stört. Aber es geht grundsätzlich darum, dieses IPCC, welches den Auftrag hatte festzustellen, dass der Mensch
für den Klimawandel maßgeblich verantwortlich ist, also den anthropogenen Klimawandel. Das heißt, man hat eine Situation, man stellt fest, das Klima erwärmt sich. Was es ja seit Jahrtausenden zwar immer gemacht hat, aber es erwärmt sich jetzt wieder. Und wir hatten ja schon wärmeres Klima, deswegen heißt ja Grönland Grönland, weil es mal Grünland war und dort Wein und Weizen, was auch immer, schon mal angebaut wurde. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich eher in einer Mittelphase, wo es nicht heiß ist, aber so in einem Mittelbereich, wo Gletscher schmelzen und es wärmer wird. Also ein natürlicher Prozess. Jetzt kommen natürlich all die Leute, die sagen, ja, aber jetzt geht es viel schneller, weil der Mensch. Also, ohne jetzt da wissenschaftlich eintauchen zu wollen, geht es mir ja um die übergeordnete Sichtweise, nämlich um den Umgang mit Problemen. Wir haben erkannt, das Klima erwärmt sich. Oh, wir haben ein Problem, Meeresspiegel steigen. Ist so eines dieser Argumente. Was macht man? Man sagt ja, CO2, Fahrzeuge, Benzinmotoren, Dieselmotoren, was auch immer, und der Konsum des Menschen, das ist das Problem. Dort müssen wir jetzt die Angst schüren, das wird gemacht als Mittel zum Zweck, damit das Problem klarer fokussiert wird und natürlich auch Maßnahmen daraus abgeleitet werden können. Macht ja Sinn. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, etwas zu fokussieren, anzuschauen und klare Maßnahmen daraus abzuleiten. Jetzt fokussiert man aber die Angst und das Problem derart stark auf den Menschen, dass die Massen glauben, beispielsweise, dass Automobile das Problem sind oder eine mögliche oder eine zentrale Ursache sind für den Klimawandel. Und wenn wir da jetzt auf Elektromobilität wechseln, dann ist das eine Lösung oder mindestens ein Beitrag einer Lösung. Nein, ist es nicht. Es ist genau das, was ich vorher beschrieben habe. Es ist die Verlagerung des Problems von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren, wo man seltene Erden ausgräbt, Kinder da Quecksilber und weiß ich was alles schürfen lässt, abgesehen von Kindern, aber die Umwelt geht genauso drauf. Das ist einfach eine Verlagerung des CO2-Problems. Weil woher kommt der Strom? Wenn er nicht aus dem Öl kommt, die Leistung, die Energie, kommt es aus der Steckdose. Und wenn deine Steckdose grün angestrichen ist, weil man dir vorgaukelt, dass das grüne Energie ist, wenn es nachhaltige oder, wie sagt man so schön, erneuerbare Energie ist, beispielsweise aus Wasserkraftwerken oder Windrädern. Wasserkraftwerken bei uns in der Schweiz, falls ihr das nicht wisst, wird tagsüber das Wasser abgelassen, um die Generatoren anzutreiben, damit wir Strom haben, der ein bisschen grün aussieht. Aber dass nachts die Stauseen gefüllt werden mit Billigstrom, den man irgendwo aus dem Ausland einkauft und der vielleicht gar nicht so grün ist, weil er aus Kohle- und Atomkraftwerken kommt, das ist ja dann egal, weil das Problem ist ja verlagert. Es stinkt und raucht und es strahlt nicht bei uns in der Schweiz, sondern vielleicht in Frankreich oder wo auch immer man den Strom einkauft, um das nachts billig hoch zu pumpen in die Stauseen. Ist ja legitim, ist ein Business, habe ich Verständnis dafür. Mir geht es darum, dass man eigentlich nur Probleme verlagert von einer Ölindustrie in eine Elektroindustrie. Und die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, 6.500 Kraftwerke sind weltweit im Bau. Ja, ist völlig CO2-neutral, selbstverständlich. Also ihr seid schon Komiker, wenn ihr euch da berieseln lasst und das noch glaubt und weiter plappert, wenn andere mit Lösungen kommen, die eigentlich nur eine Problemverschiebung, keine Lösung sind. Und das Interessante ist, wenn Dinge, Probleme nicht gelöst werden, sondern verschoben werden, generiert das irgendwo ganz viel Umsätze und vor allem neue Kontrollmechanismen. Und um das geht es. Klar, kann man sagen Verschwörungstheorie, aber wenn man von Öl nach Elektrizität verschiebt und die Bevölkerung einfach dafür bezahlt, und die bezahlt auf verschiedene Weise dafür. Es wird ja nicht günstiger, wenn wir sagen, okay, wir nehmen das Öl nicht. Es ist ja nicht so, dass die Hälfte der Energie, respektive des Geldes für die Energie,
für Umweltschutz verwendet wird. Man nennt es Klimaschutz. Und das Klima können wir gar nicht beeinflussen und verändern, aber es klingt einfach schön, weil wir katastrophale Bilder dafür haben. Wir vergessen bei der Problemverschiebung, dass es eben eigentlich nur Maßnahmen sind, die das Etikett Klimaschutz haben, aber keinen Umweltschutz darstellen. Problemverschiebung ist nie eine echte Lösung für denjenigen, der das Geld und die Kontrolle und die Macht über das System haben will. Schon. Aber für uns, für die Natur, für die Menschen, für die Tiere, für die Pflanzen ist es keine Lösung, sondern eine Verlagerung des Problems. Und hier gilt es mal endlich aufzuwachen und diese Mechanismen zu erkennen. Also nicht einfach Technologien wechseln und quasi der Dreck, der Gestank, CO2, das Gas, was die Pflanzen ja brauchen, um zu wachsen, das wollen wir eindämmen. Ich frage mich schon, wer hat wieder den Nutzen daraus? Irgendwann vielleicht die Düngemittelindustrie, die Agrarindustrie, dass wir wieder mehr Pestizide, Dünger und weiß nicht was, chemische Stoffe auf den Äckern brauchen, damit die Pflanzen wachsen, weil wir dann zu wenig CO2 in der Atmosphäre haben, weil wir was auch immer dagegen tun, weil wir irgendwann Maschinen haben werden, die das CO2 aus der Luft saugen. So wie wir heute CO2-Werke haben, wisst ihr das? CO2-Werke haben, die das CO2 in unsere schönen Treibhäuser pumpen, um Tomaten und irgendwelches Gemüse besser wachsen zu lassen, weil es sonst einfach zu wenig CO2 in diesen Treibhäusern hat. Weil die ja Sauerstoff generieren, weil die das CO2 aus der Atmosphäre ziehen und in die Pflanzen binden. Also die Frage ist eher, wieso pflanzen wir nicht mehr Bäume in dieser Welt, wenn wir CO2 binden wollen, anstatt eine neue Industrie daraus zu machen? Dass noch mehr Maschinen unsere Luft künstlich bedienen und wir irgendwann Gasmasken, nicht nur unsere heutigen Masken, sondern Gasmasken brauchen, damit wir ein natürliches Sauerstoff-CO2-Gemisch haben, damit unser Körper das handeln kann, weil wir die Luft dann irgendwann nicht mehr atmen können, weil wir clevererweise das ganze CO2 aus der Luft entzogen haben. Natürlich, Theorie, Verschwörungstheorie, Fantasie, aber die Mechanismen gehen in diese Richtung, weil wir Probleme verlagern. Von einem Problem in ein anderes. Merkt ihr eigentlich nicht, dass wenn jetzt beispielsweise, wenn wir noch kurz bei der Umweltbelastung oder Thema CO2 bleiben wollen, merkt ihr eigentlich nicht, dass die Industrien gar nicht wirklich interessiert sind, das Problem bei den großen Stellen zu beheben? Also wäre Umweltabgase ein Problem, müsste man nicht diese 15 bis 20 größten Dampfer aus unseren Ozeanen umrüsten oder mal stilllegen, weil diese 15 bis 20 größten Dampfer verursachen so viel Ausstoß wie 75 Millionen Autos, die umherfahren. Also müsst ihr doch nicht erzählen, wir sollten weniger Auto fahren, weil sonst würden wir vielleicht auch Dieselfahrzeuge haben, die neueste Dieselgeneration, die übrigens saubere Luft hinten rauslässt, also sauber in Anführungsstrichen, aber zumindest sauber als das, was sie eingezogen hat. Es gibt genügend Technologien, aber dafür interessiert man sich nicht. Man könnte viele Lösungen für ein paar Milliarden, teilweise für ein paar wenige Millionen generieren. Aber das Problem ist, es ist kein Wirtschaftszweig, es ist keine Kontrolle dann groß dahinter, die für die machtbesessenen Leute spannend wäre. Also deswegen muss man dort, wo Macht vorhanden ist, aus der Ölindustrie, in die Elektroindustrie verlagern. Und für die Fans unter euch von Windrädern beispielsweise, ob die schön sind oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber schaut euch doch mal die Bilder an, die da im Netz kursieren, die übrigens keine Photoshop-Fälschungen sind. Diese Propeller, diese Windräder, die sind ja riesig. Aus was sind die gemacht? Fiberglas und weiß nicht, was da alles drin ist. Es gibt heute noch kein Recycling-Konzept dafür. Deswegen schaut euch doch mal die Fotos an. Das sind
Dutzende, ich weiß gar nicht wie groß, Fußballfelder groß in der Wüste, diese Windräderblätter aus Fiberglas dort beerdigt werden, so quasi entsorgt, aus den Augen, aus dem Sinn, Problemverlagerung, das ist keine Lösung. Also ein Windrad ist ökonomisch und ökologisch gesehen eigentlich totaler Wahnsinn. Das lohnt sich gar nicht. Also ist nur schon schwierig, mehr Energie daraus zu gewinnen, als es gebraucht hat, um so ein Windrad herzustellen. Aber es ist Problemverlagerung. Es sieht vorne wieder grün und interessant aus und die Menschen finden das toll und die Masse lässt das mit sich machen, ob das in der Medizin oder im Umweltschutz ist. Okay, es ist ein altes, bewährtes Konzept. Ich verstehe es. Hat immer funktioniert. Die Kirche macht das ja schon bald 2000 Jahre, vielleicht auch schon länger, aber so die uns bekannte, beispielsweise katholische Kirche, die hat auch Probleme verlagert. Das fehlende Bewusstsein, die Ängste der Menschen, nicht ihnen geholfen, dass sie das in sich selber finden und unabhängig werden, sondern sie haben den Menschen Konzepte verkauft, dass das Heil durch die Kirche, durch die Absolution, Entschuldigung, wieder ein Versprecher, durch die Absolution oder die Vergebung der Sünden oder wie man dem sagen will, dass das über den Pfarrer, Priester, über die Kirche geht und man halt einfach 10% seines Lohnes dort abgibt. Ja, auch ein spannendes Marketing- und Verkaufskonzept über die Angst. Also achtet darauf, dort, wo in den Medien, TV, Presse, auch Internet, wo euch Angst gemacht wird, geht dieser Angst mal nach und was sind das für Informationen dahinter? Und in der Regel sind es Informationen, die euch dienen sollten, von einem Konzept in ein anderes zu wechseln. Also quasi von einer Sekte in die nächste. Das ist es. Also der alte Glaube durch einen neuen Irrsinn auszutauschen, eben diese Problemverlagerung. Also wenn ihr merkt, dass Lösungen eigentlich nicht wirklich Lösungen sind, sondern Problemverlagerung, die kontrolliert werden, weil ihr müsst und das ist schlecht und was auch immer, das sind keine Lösungen, dann merkt ihr, dass ihr quasi in ein neues Konzept hineingeschoben werdet. Weil sonst würde man ja euch Lösungen bieten, beispielsweise bei der Corona-Pandemie. Ist das eine Lösung, Restaurants zu schließen, wo man weiß, dass die zwischen 1,5 und 2,0% aller Ansteckungen verursachen? Nein, man macht eine der größten Industrien platt und kaputt, obwohl dort das kleinste Lösungspotenzial vorhanden ist. Totaler Wahnsinn. Und die Menschen finden es normal, weil man hat ihnen so viel Angst gemacht, dass es giftig ist, ansteckend ist, wenn man den Atem in seiner Umgebung hat, wenn man am Tisch mit jemandem isst, spricht, singt, tanzt oder lacht. Dabei ist Freude, sozialer Umgang. Das weiß man, nicht seit gestern schon, sondern seit langem ist sozialer Umgang wunderbar und gut für das Immunsystem. Also man blockt, schottet die Menschen ab, zwingt sie zu Masken, die man heute ja auch weiß, dass die für die Gesundheit nicht wirklich förderlich, sondern das Gegenteil bewirken. Schwatzt man uns allen Maßnahmen auf, die abgenickt werden und Impfungen, die Schwermetall, Formaldehyd, was krebserregend ist, bei Möbeln verboten ist, aber in einer Spritze ist es erlaubt. Also all diese Maßnahmen nicken wir ab und nehmen wir an und es ist die Problemverlagerung. Wir haben ein paar tausend, wenn überhaupt in jedem Land, Tote an Corona oder mit Corona, an Corona, so genau weiß man das ja nicht mehr, also weil mittlerweile ja alles offiziell auch da hinein gezählt wird. Also wie kann man da noch irgendwie vernünftig leben? Wie kann man da vernünftig Lösungen suchen? Warum sagt niemand in den Medien, dass Vitamin D3 helfen würde? Dass man in Studien herausgefunden hat, dass mindestens 80% der an oder mit Corona Verstorbenen
ein zu tiefen Vitamin D3-Spiegel haben. Ja, logisch, Vitamin D3 ist das von der Sonne. Wir wurden über Jahrzehnte gelehrt, dass wir uns eine giftige Sonnencreme auf die Haut streichen. Alle tragen Sonnenbrillen, damit ja kein Sonnenlicht in den Körper kommt, um natürliches Vitamin D3 zu produzieren. Ja, dann nehmt es doch wenigstens ein oder kommuniziert das über die Medien. Ganz einfach. Was ist Natur, was ist Gesundheit? Das könnte man ja kommunizieren, anstatt den Menschen Angst zu machen, was das Immunsystem schwächt. Merkt ihr es nicht? Es ist Problemverlagerung. Also, ich habe ja zu Beginn gesagt, es geht mir hier heute nicht ums Moralisieren, was da alles falsch läuft, sondern ich möchte euch sensibilisieren, ein bisschen darauf zu achten, wo findet Problemverlagerung statt? Und das findet bei allen großen Themen statt. Bei Umwelt, bei der CO2-Hysterie, bei der Corona-Pandemie. Das geht so weit, dass man euch irgendwann ein Grundeinkommen anbieten wird. Es geht ja gar nicht anders. Also es wird ja jetzt noch weitere Monate, wie lange auch immer, weitergezogen. Es werden immer mehr Pleiten geben, es wird immer weniger Jobs geben. Das weiß man übrigens schon länger, dass da Millionen, Hunderte von Millionen Jobs in den nächsten Jahren wegfallen werden. Also es muss Lösungen geben. Aber momentan ist man an Lösungen dran, die eben ein Fake sind, eine Fake-Lösung, so irgendwie schön verpackt. Grundeinkommen finde ich eine super Idee. Man könnte einfach die Sozialämter schließen und allen das Grundeinkommen auszahlen, über die Kosten, die man dort spart. In der Schweiz könnte man zwischen 1.500 und 3.500 pro Person auszahlen, rein über die Ersparnis der Sozialämter. Wäre doch eine praktische, pragmatische Lösung. Anyway, will man nicht. Es muss ja eine praktische Machtverlagerung geben. Und deswegen sensibilisiere ich euch auf das Thema, was gerade ansteht. Man wird euch in nächster Zeit beispielsweise ein Grundeinkommen anbieten, welches von euch verlangt, dass ihr etwas unterschreibt. Ihr unterschreibt dafür, dass quasi euch alle Schulden quasi getilgt werden, ob das eure Kreditkarten sind, wo auch immer, dass ihr keine Schulden habt, ein Grundeinkommen bekommt, Abhängigkeit vom Staat oder von diesem System. Der Tausch ist nicht nur die Abhängigkeit, sondern ihr unterschreibt auch, dass ihr sämtliches Eigentum aufgebt. Achtet mal auf das Kleingedruckte, welches euch, wenn überhaupt, da präsentiert wird. Also ob das jetzt Immobilien, was auch immer, wenn ihr neue Erfindungen, Patente, was auch immer in Zukunft entwickeln werdet, fällt das alles in das Eigentum der Grundeinkommensgeber, beispielsweise an den Staat. Ja, klingt nach einer üblen Verschwörungstheorie. Von mir aus könnt ihr das gerne so belächelnd betrachten, aber schaut mal in nächster Zeit drauf. Es ist eine Problemverlagerung. Eure Verschuldung, die jetzt momentan massiv vorangetrieben wird, über fehlendes Einkommen, weil ihr eure Betriebe schließen müsst, die führt ja dazu, dass ihr irgendwann so überschuldet seid, gar nicht anders könnt. Heute klingt das noch schön nach Arbeitslosengeld. Irgendwann ist man ausgesteuert, so nennt man das in der Schweiz, dann ist das Sozialamt. Aber irgendwann wird man der großen Masse eben kein Arbeitslosengeld bezahlen können, sondern ein Grundeinkommen. Und wenn man jemandem etwas bezahlt, will man etwas dafür haben. Und was man dafür haben will, ist unsere Freiheit. Ihr bekommt das Geld nicht geschenkt. Wenn es geschenkt bekommt, super, freue ich mich, dass ich mich geirrt habe und die Infos, die ich darüber weiß, falsch sind. Finde ich cool. Freue ich mich heute schon drauf. Und da bin ich mir auch nicht zu schade, dürft ihr mich auch verspotten auf der Straße, du hast das falsch erzählt. Also, wenn wir uns weiter da einsabbern lassen, mit Honig ums Maul schmieren lassen, mit Problemverschiebung, die keine echte Lösungen sind, dann gehen wir weiter im alten System und es wird schlimmer.
kann ja gar nicht anders sein. Also wenn du Medikamente nimmst, um deine Schmerzen nicht mehr zu spüren, fühlst du dich im Moment besser, aber für deinen Körper wird es schlimmer und er wird irgendwann einen anderen Weg suchen, um das kleine Lämpchen, rote Lämpchen vom Schmerz, um dir das Signal aufzuzeigen, dass da vielleicht was schief läuft in deinem System, wird irgendwann größer. Und wenn du dich noch spritzen lässt, und übrigens kann man das ja nachlesen von Impfungen, nicht nur wegen dem Formaldehyd, wahrscheinlich auch wegen anderen Stoffen, ist Krebs eine Variante des Körpers, wie er damit umgeht, mit Impfungen, nicht nur mit Übersäuerung des Körpers. Also, wieso sagt man uns in Corona-Zeiten nicht Vitamin D3, basische Ernährung, ein paar Grundprinzipien, frische Luft, Lachen, Singen, Tanzen, alles, was uns gut tun würde, kostet halt leider fast nichts. Und die Kontrolle geht an jeden Einzelnen. Ihr werdet merken, das ist der Unterschied, das zum Abschluss. Ihr werdet merken, Problemverlagerung ist, andere haben Kontrolle darüber. Problemlösung ist, du hast selber die Kontrolle über die Situation, über deinen Körper, über deine rechtliche Situation, über dein Eigentum. Geht so weit, dass wir gar keine Steckdosen eigentlich brauchen, um unsere Autos aufzuladen, weil es eigentlich schon lange Autos gibt, die über das Sonnenlicht, über den Lack, über diesen Film auf dem Lack, die Sonnenenergie direkt in die Batterie einspeisen können. Aber das ist kein Thema, weil solcher Lack ist billig. Den kann man euch nicht für 30.000 Euro verkaufen wie eine Autobatterie. Das ist uninteressant. Und wer kontrolliert das? Und wenn wir plötzlich solche Lacke haben auf den Autos, könnten wir vielleicht auch unsere Fensterläden oder unsere Hausdächer mit diesem Lack anstreichen. Ja, wer verdient da wieder daran? Ja, niemand. Höchstens derjenige, der den Lack herstellt und anbringt. Und wer kontrolliert das? Ja, eben niemand, sondern wir alle haben freien Zugang zu solchen Energiemöglichkeiten. Und nochmals abschließend im letzten Satz. Achte darauf, wo wird dir Kontrolle entzogen mit einer scheinbaren Lösung? Das ist eine Problemverlagerung, eine Problemverschiebung, eine weitere Entmächtigung. Dort, wo man Lösungen entwickelt, die dir die Freiheit geben, ob du sie nutzt oder nicht, dir die Freiheit geben, alles zu verwenden, auch Energie zu verwenden, Licht in deinem Haus zu haben, was auch immer du dafür brauchst, damit es dir gut geht. Wenn du da merkst, das geht in Richtung Freiheit, ohne so vertragliche Bindung wie beim Grundeinkommen, da geht es Richtung Freiheit, dann ist das doch inspirierend, das ist doch das, was wir wollen, das ist das, was wir brauchen. Und dann brauchen wir nur noch zu arbeiten, um uns vielleicht einen gewissen Luxus zu leisten. Wieso müssen wir für Nahrung, Energie, Wasser, was auch immer bezahlen? Ich habe nichts gegen Steuern, dass man etwas zur Gemeinschaft beiträgt. Aber das können wir über ganz andere Wege machen. Und Vorsicht, neue Gesetze dienen nie der Freiheit. Kein Gesetz dient der Freiheit, sondern der Einschränkung. Sie regelt, was wir alles nicht mehr dürfen. Also, achtet auf Problemverlagerungen, denen dürfen wir Tschüss sagen. Das ist alte Zeit, alte Energie, ist Stagnation, ist Entmächtigung, ist Zerstörung der Umwelt und der Menschlichkeit. Weil wir sind alle freie Wesen und wir alle haben Inspiration für echte Lösungen. Also, ich bitte dich und uns alle, doch darauf zu schauen, dass wir echte Lösungen entwickeln, die auch zulassen, nicht in Schubladen zu verstecken und nicht wenigen die Kontrolle darüber zu geben, sondern Freiheit für Gesundheit, Freiheit für Energie, Freiheit für Bildung. Nicht die Verbildung der Schule, sondern die Bildung. Dass wir in der Schule schon lernen, was das Leben tatsächlich von uns braucht. Das ist nicht eine möglichst gute Note in Mathematik. Also in diesem Sinne, danke für deine Geduld, dass du mir hier zugehört hast und dass du persönlich einen Beitrag dazu leistest, echte Lösungen zu finden oder sie zumindest zuzulassen und zu unterstützen, nicht zu sabotieren.
Also bis bald, hoffentlich in einer freien, kreativen, inspirierenden Welt. Bis dann. Mein Name ist Aros Petzlberger und ich freue mich auf deine Kommentare oder wenn wir uns mal persönlich irgendwo begegnen. Danke. Tschüss.